Heute reden wir über die Aarhus-Konvention und damit über die Rechte der Öffentlichkeit bei Genehmigungsverfahren. Und ich erkläre euch heute, wie diese Aarhus-Konvention funktioniert und was das alles mit dem slowakischen Braunbären zu tun hat. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und in der kleinen dänischen Stadt Aarhus ist im Jahr 1998 eine Konvention beschlossen worden. Die schaut relativ harmlos aus, hat es aber dick hinter den Ohren, weil sie neben vielen anderen auch regelt, dass die betroffene Öffentlichkeit bei Anlagengenehmigungsverfahren zu beteiligen ist. Und wenn dann mal ein Bescheid ergangen ist, dass die betroffene Öffentlichkeit auch das Recht hat, gegen diesen Bescheid Beschwerde bei Gericht einzubringen und das dann eben gerichtlich überprüfen zu lassen. Wer die betroffene Öffentlichkeit ist, ist relativ klar. Das sind die Nachbarn mit ihren subjektiven Rechten und das sind auch NGOs, also Nichtregierungsorganisationen. Der große Diskussionspunkt war hingegen, welche Verfahren denn sozusagen hier von der Aarhus-Konvention betroffen sind. Das ist zum einen einmal das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, zum anderen Verfahren nach der Industrieemissionsrichtlinie und hier vor allem Neuanlagengenehmigungen und wesentliche Änderungen von bestehenden Anlagen. Und darüber hinaus waren wir dann der Meinung, alles andere müssen die Mitgliedstaaten national festlegen. Die entscheiden, in welchen anderen Anlagengenehmigungsverfahren halt Nachbarn und NGOs noch Parteistellung haben sollen. Und die Gerichte haben jetzt gesagt, das sehen wir ganz anders. Die Aarhus-Konvention ist viel, viel breiter auch in anderen Verfahren noch anzuwenden. Zunächst hat einmal der Europäische Gerichtshof im Oktober 2015 gesagt, Nachbarn, die im behördlichen Genehmigungsverfahren nicht beteiligt waren, die sozusagen verzichtet haben, zum Verfahren zu erscheinen und sich hier zu äußern, haben dennoch, wenn dann der Bescheid erlassen ist, hinten nach das Recht zur gerichtlichen Überprüfung. Das war schon eine kleine Revolution in Österreich und die Auswirkungen spüren wir heute noch. Ein Monat später hat der Verwaltungsgerichtshof dann schon die Frage aufgeworfen, ob nicht im wasserrechtlichen Verfahren, da geht es ums Verschlechterungsverbot, ob da nicht vielleicht auch NGOs Parteistellung haben sollten, obwohl das im österreichischen Wasserrechtsgesetz gar nicht drinnen steht. Er sagt, da gibt es immerhin die EU-Wasserrahmenrichtlinie und da gibt es die Entscheidung des EuGH zum slowakischen Braunbären, der sagt, der Aarhus-Konvention muss man zum Durchbruch verhelfen. Wie das mit der Frage des Verwaltungsgerichtshofs ausgeht, wissen wir noch nicht genau. Wir wissen aber, dass der Europäische Gerichtshof im November 2016 zum slowakischen Braunbär 2 entschieden hat, dass in einem Verfahren, das wiederum EU-rechtlich determiniert war, da ging es um die FFH-Richtlinie, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, dass in diesem Verfahren die NGO auf jeden Fall Parteistellung haben muss, obwohl das slowakische Recht gar nicht vorsah. Und das ist natürlich unangenehm, weil dann habe ich sozusagen ein Verfahren geführt ohne Parteien und hinten nach plötzlich stelle ich dann fest, die habe ich vergessen und ich muss nochmal zurück an den Staat. Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Zunächst einmal, die Gerichte sind schneller als der Gesetzgeber. Das ist einmal der eine Punkt. Der zweite Punkt, in den Gesetzen steht gar nicht mehr alles drinnen, was für uns wichtig ist. Es ist eben möglich, dass in Anwendung der Aarhus-Konvention neue Parteien mit voller Parteistellung ins Verfahren hineinkommen. Und das wird wahrscheinlich fürs erste Mal betreffen Verfahren, die EU-rechtlich determiniert sind, also wo es EU-Richtlinien gibt, die das vorgeben und wo es um erhebliche Auswirkungen geht. Und das ist meiner Meinung nach noch nicht mal das Ende der Fahnenstange. Wir müssen einfach abwarten, wie die Gerichte in den nächsten Monaten und Jahren weiter entscheiden werden.